Hallo Leute und willkommen zurück zum DW20 Let's Play. Ja, also ich habe hier ein bisschen Strömlinge drin inzwischen. Juhu! Ich habe fast die gesamte Kohle verbrannt, die hier irgendwie über den Miner gekommen ist. Der steht jetzt da drüben. Ist aber wieder leer. Unsere tollen leeren Tanks stehen alle hier. Ja, genau da. So, und das heißt jetzt im Klartext, wir brauchen Blazes. Und ich sehe einen riesen Creeper-Kopf. Ah. Okay. Also, als allererstes würde ich sagen, brauchen wir eine vernünftige Waffe. Diamantentechnisch sieht ja jetzt nicht mehr so prall aus. Moment, ich pack das mal einfach hier so rein. Plop, plop. So, eine Pickaxe haben wir, den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir erstmal auch nicht mehr. Die Mining Pipes mit Sicherheit nicht und ein Tree Tap auch nicht. So, und den Eimer können wir auch hier lassen. Und schon ist wieder alles leer. Unsere Rüstung ist so zu, ja, 50% geladen. Mehr ist leider aktuell nicht drin, weil ich einfach nicht genug Energie habe. So, und ich würde sagen, jo. Schieß mal los, ne? Das darf ich natürlich mal wieder nicht vergessen. Oh, wie sieht's denn hier aus? Enderperlen? Hui. Gut, was machen wir uns für ein Schwert? Ich würde sagen, wir bauen unsere Toolstation mal um. Wo ist sie? Partbuilder, Toolstation, da haben wir sie. Und zwar haben wir hoffentlich dafür genug Zeug. Mal gucken. Ja, ich baue die mit der Spitzhacke ab, ich weiß. Und zwar hätte ich gerne eine Forge-Station da draus. Und dann würde ich mir gerne ein schönes Schwertchen bauen. Wenn wir es überhaupt brauchen, vielleicht nehme ich auch einfach nur ein Broadsword oder so. So, Usage. Dafür kann ich Eisenblöcke, Goldblöcke, ich glaube, oh ja, Diamant auf jeden Fall. Sofort. Kobalt und Ardite ist auch genau das, was ich dafür verwenden möchte. Menylium auch, super, ja. Kupfer. Zinn. Bronze. Auf jeden Fall brauche ich Seared Bricks. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir noch Seared Bricks irgendwo haben. Ja, da. Das finde ich übrigens sehr witzig, dass die Seared Bricks hier so lustig aussehen. So, und wir haben massenweise Eisen, also machen wir einfach Eisenblöcke, würde ich sagen. 1, 2, 4. Klack, 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 klack. Und davon brauchen wir 3. Beat. Und eine Toolforge. Yay. Und jetzt können wir eigentlich theoretisch direkt mal... Habe ich noch Menylium? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir werden eh nur ein normales Schwert machen, so wie es aussieht. Nehmen wir ein bisschen mehr Eisen mit. Und vielleicht... habe ich noch irgendwo... vielleicht ein paar mehr. Obsidian. So. Und ich glaube, was cool wäre, wäre... Genau. Rip. Und rip. Oh ja, das ist super. So, ein bisschen Lapis noch extra und dann passt es auch und hier auch. Ich weiß, ich verbrauche jetzt eine ganze Menge, aber obwohl ich Redstone, glaube ich, gar nicht brauche. Ich glaube, Looting hier ist sinnvoller. Schauen wir mal. Also, Luck ist ja quasi dann Looting, ne? Wisst ihr ja Bescheid. So. Stellen wir die einfach mal hier hin. Dann kann ich mich theoretisch hier auch, genau, wieder reparieren. Gut, wir brauchen erstmal Part-Dinger. Und zwar... Was könnten wir denn... Wir gucken erstmal, was wir bauen. Wir bauen, glaube ich... Ein Cleaver. Ah, die ist so lahm. Und wir brauchen dafür richtig, ich weiß gar nicht, die Breitschwert. Gucken wir mal kurz, was das Breitschwert braucht. Also erstmal die Plate, das Plate-Pattern.
Das braucht auf jeden Fall 8. Wie viele Tough Tool Rods brauchen wir dafür? 2 Stück. Die brauchen auch, glaube ich, jeweils... Oh, 3, okay. Gut. Ja, das Ding ist zwar lahm, aber es ist echt ein richtig cooles Teil. Aber ich glaube, das mal... Warum habe ich jetzt eigentlich 2 davon gebaut? Kann ich die eigentlich wieder löschen? Nö. Toll. Das war jetzt echt sinnvoll. Ja, mir gefällt es nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir nehmen hier so ein Longsword erstmal als Standard. Also eine Schwertklinge, einen Griff und eine Toolrod. Und den Griff... Mal gucken, was wir den Griff machen. So. Was ist denn das? Bowstring, aha. Ja, Hammer kommt auch noch später. Wo ist unser White Guard? Was sind das eigentlich? Ach, das ist für die Pfanne. Okay. Das ist Crossbar. Hier ist der Handguard. Müsste White Guard gewesen sein, oder? Ja. Sieht gut aus. Cool. Ich check das hier jedes Mal nicht. Ob das White Guard oder Handguard ist. Ich glaube, das ist einfach das mit dem größeren Zacken. So. Gehen wir nochmal alles durch, macht ja Spaß. Ja, das müsste das hier sein, so. Swordblade Pattern. Und ich glaube, das ist die normale Toolrod. Okay. So. Das Ganze brauchen wir natürlich jetzt noch in schick. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Kabel, den wir glücklicherweise hier drüben ohne Ende rumliegen haben. Mich ärgert das voll, dass wir momentan so wenig Möglichkeiten haben, einfach. Also materialtechnisch meine ich das natürlich. So. Kabel. Handguard. Wir können eigentlich die ganzen Sachen mal aus Kabel bauen. Und dann bei Zeit gießen. Warm. 8 Stück. Wir können natürlich auch einen Steinhammer bauen oder so, aber relativ doof. So, das haben wir. Die Swordblade brauchen wir noch. Dafür brauchen wir, glaube ich, 1, genau. Klack. Swordblade, Handguard und das andere, die Rod. Oder hat der eine Spezial... Rod? Ne, das sieht mir aus wie die Standard-Tool-Rod. Gut. Das heißt, wo ist das Zeug hier? Stone Tool Rod. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir erstmal nicht. Das kann auch hier bleiben. Wir können die eigentlich theoretisch mal reparieren, aber das hier Bricks bleiben hier und wir brauchen jetzt erstmal Alu Breath, was ich nicht hier habe. Da habe ich natürlich jetzt nicht dran gedacht, dass ich noch ein bisschen Aluminium Breast brauche. Da. Ich glaube 1 pro Vorlage. Das heißt 1, 2. Erstmal für die beiden hier. Ja, das passt. Weil die andere Vorlage müssten wir ja theoretisch sogar schon haben. So, das kommt hier erstmal alles weg. Ja, da. Plopp. Bitte einmal aus, danke. Oh nein, jetzt hat er die durchgesaugt. Ja, egal. Hehe. Gut. Ich
bin gerade überlegen, ob ich einfach die Kiste kurz abmontiere, aber das wäre, glaube ich, eine doofe Idee. So, für das Schwert, für die Klinge, nehmen wir Manyllium. Weiß gar nicht, wie viel kostet das? 1, okay. Das heißt, wir machen 1. So, und für die Toolrod. Ich glaube, ich mache das. Ah, das mache ich, glaube ich, beides aus Obsidian. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Menü müsste zwar wesentlich schneller gehen. Boah, es dauert so ewig. Und Obsidian-Einschmerzen dauert noch viel länger. Und es gibt uns, glaube ich, sogar zwei Material dementsprechend. Also es ist jetzt kein perfektes Schwert, aber es ist wenigstens ein Schwert, was nicht Standard ist, sagen wir es mal so. Nicht, dass jetzt gleich wieder, ich sehe schon die Beschwerden unter dem Video, oh, musst du besser machen. Ich weiß. Ich warte eigentlich auch die ganze Zeit darauf, dass wir hier von Monstern überfallen werden. So. Na? Hat er das direkt durchgeschoben oder ist es jetzt einfach weg oder was ist hier los? Ach, so nervig mit der Automatisierung hier. Da muss ich echt mal eine Option bekommen. Oh, ich sag doch, die wissen schon, wo wir sind. Ich warte eigentlich nur auf die Creeper, aber wir werden mal einfach hier kurz ein Bettchen gehen. Genau. Ja. So. Jetzt kannst du meinetwegen aus dem Wasser rauskommen, dabei wirst du einfach sterben. Genau wie du. Oh, du hast einen Helm auf. Du hast einen komischen Helm auf. Bane Mask. Okay. Ja, bist du auch gleich tot? Ich hoffe, jetzt kommen nicht gleich noch 500 mehr. So. Toolrod ist da. Theoretisch dürfte das gar nicht so schnell, ja, obwohl durch das Speed Upgrade könnte es Tatsache sein, dass es schnell geht. Okay. So, dann kommt ihr hier erstmal wieder rein. Stonehead und Dings kommt auch wieder rein. Und wir suchen mal unsere... Wo ist der Schleim? Ich sehe den gerade irgendwie nicht. Hm. Lassen wir ihn halt schleimen, ist mir egal. So. Lass mal unsere Teile suchen. Ich hoffe, ein Manyllium hat ausgereicht, aber eigentlich ist es nur ein Material. Das ist die Rod. Das ist und wo ist die Schwertklinge? Vor allem hat er mir jetzt kein Obsidian reingetan. Bin ich jetzt doof? Habe ich jetzt vielleicht einen argen Fehler gemacht hier, oder... Ach komm schon, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ist da immer noch Manyllium drin oder ist es jetzt... Das ist jetzt Obsidian. Ich glaube, da kann man keine Plate draus machen, aber wir können Barren draus machen. Das machen wir auch mal direkt machen. Dann haben wir jetzt ein komplett Manyllium-Schwert und Obsidian-Barren. Hallo? Okay, alles leer, ja. Gut, dann
Nehmen wir mal diesmal zwei, vorsichtshalber. Das kann nämlich auch sein. Aber Materialkosten waren noch nur eins, oder? Aber ich liege da jetzt so falsch, ja. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Vielleicht hat er auch den Automatik-Trigger hier an und wieder ausgemacht und dann dadurch ging das nicht. Kann ja alles sein. Auf jeden Fall kommst du schon mal hier rein. Und ja, ich weiß, das hätte ich auch ohne Toolforge so machen können. So. Wollte ich aber nicht. So, jetzt habe ich komplettes Manö im Schwert. Das bringt mir natürlich relativ wenig. Aber egal. Also es ist halt, nicht so sinnvoll. Weil Manylium an sich nicht wirklich viel bringt. Zwar ein nettes Schwert dann, aber das war es eben auch. So, Eisen weg. Dich weg. Dich weg, dich weg. Dann hoffen wir einfach mal, dass er genug zu tun hat damit und uns die Schwertklinge nicht gleich wieder durchhaut. Genau so meinte ich das so. Jetzt ist es trotzdem ganz üblich. Also irgendwas scheint da gerade falsch gelaufen zu sein. Bauen wir einfach nur eine zweite Schwertklinge und dann ist gut. Lassen die erstmal da drin und dann passt das schon alles. Kann ich hier auf die Chest direkt? Na, egal. So, wir packen das jetzt mal zusammen. In der Forge bitte. Danke. Hat jetzt 4 Herzen Angriff. Prepare to fight. Also so geil ist es jetzt nicht. Mal gucken, was sich ändert mit dem Modifier. Es müsste eigentlich nur Looting geben. Ja. Genau so dachte ich mir das. So viel Lapis. Ich glaube, ich muss dringend dann wieder neues Lapis besorgen. Vor allem glaube ich, ab 200 gab es sogar Looting 2. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken, dass wir irgendwo noch Lapis rumliegen haben. Eventuell. War jetzt erstmal nicht so wichtig. So. Looting haben wir schon drauf. Und Lack. Trotzdem bringt das Ding noch nicht genug Schaden. Und dafür werden wir jetzt das hier machen. Ah ne, die waren ja nur in Vierern glücklicherweise. Ha. Kann ich einen Block wieder auflösen? Zwei. Ich weiß gar nicht, wie viel man darauf packen konnte, aber es war eine Menge. So. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Lapis. Und vielleicht auch eine Enchantment Table, wäre auch noch eine Option. So. Genau, 4,5. So. Müsste echt eine Option geben, das schneller zu machen. So, 10. Gehen auf jeden Fall noch. Und jetzt noch 8. Ach, stimmt ja, es waren ja nur jeweils 4. Ha. Das heißt, wir brauchen jetzt 1. Um die maximal mit 5,5 Herzen zu erreichen. Und dann könnte ich trotzdem noch einen Modifier raufhauen. Das werde ich auch tun. Nehme ich noch weiter mit Quarz. Gut. Sharpness. Und es macht jetzt 5,5 Herzen. Und hat Looting drauf. Perfekt. Müsste, denke ich, noch verzaubert werden, aber das passt auch so.
So, das kommt alles weg. Dann brauchen wir nur noch was zu futtern. Und dann können wir uns eigentlich vom Acker machen. Eine Runde im Nether. Ich war übrigens schon mal ausspähen. Ich weiß also, wo eine Netherfestung ist. Und kann dementsprechend... Ja, nehmen wir einfach mal Karotten mit, würde ich sagen. Nur so viel von. So, hier muss ich mir auch nicht ganz so viele Gedanken machen. So, des Weiteren... Habe ich eigentlich... Da ich... bräuchte noch einen meine Enderpouch eigentlich wieder. Drei Leder, eine Enderperle, eine Wolle. Okay, mal gucken. Eine Enderperle, eine Wolle, drei Leder und waren es nur drei oder ich brauchte, glaube ich, vier Blaze Powder. Ich glaube, das war genau das Problem, weshalb ich die jetzt noch nicht gemacht hatte. Ich brauche genau noch einen Blaze Powder. Kann man die irgendwie herstellen? Nein. Ich habe keinen Fluid Transposer leider. Tja. Da werden wir uns wohl mal eine Workbench mitnehmen und die direkt da vor Ort bauen. So, wir haben was zu futtern. Wir haben relativ... wenig Fackeln, das werden wir gleich mal noch ändern. 16 Dickies. Hier, oder? Ja. Gut, dann haben wir auch Fackeln. Wir haben eine Pickaxe, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Rüstung ist an. Wir laden vielleicht noch das Jetpack schnell auf, weil es ist ein Stückchen zu fliegen bis zur Festung. Ich würde ja auch noch mehr Energie verbrauchen, aber ich dachte mir, vielleicht können wir die noch gebrauchen. So, und wenn wir dann endlich die Blaze Rods haben, können wir auch loslegen und uns Ender Tanks bauen. Perfekt. Hoffen wir mal, dass wir genug zusammenkriegen. Mich würde echt interessieren, wo das blöde Vieh ist. Ob das hier unter mir ist? Kann ich eigentlich hier den Radar noch anschalten? Options. Hier eine Art Radar? Anscheinend nicht. Egal. Wir gehen in den Nether und hoffentlich werden wir nicht wieder direkt in die Luft gesprengt. Das Schwert passt gut zur Farbe vom Nether. Portal. So. Gut, gut, gut. Wo war denn das? Es war hier hinten. Also ihr seht, ich bin ein gutes Stück geflogen, auf jeden Fall. So, also etwa die Richtung. Jo, dann schießen wir mal los. Ich würde es ja gerne ausprobieren, aber... Also das Schwert. Hihihi. Geht doch. Ist da ein Sunstone? Tatsache. Ja, den will ich jetzt lieber noch nicht abbauen. Nachher fällt er mir in die Lava. Wäre auch doof. So, eine Freiflugstunde. Das hier ist ja auch der Oberhammer. Wer hat denn sowas konstruiert? Tschüss. Genauso wie hier. Sehr sinnvoll. So. Okay. Hier ist schon mal nichts Spannendes. Hier auch nicht. Wir könnten hier höchstens ein paar Bäume fällen. Ich kann mal hier auch ein Stück laufen. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit das Jetpack ausnutzen. Ich hoffe, ich komme jetzt langsam schon in Richtung der Festung. Gucken, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Ja. Sehr gut. Mir kam es irgendwie beim letzten Mal nicht so weit vor. Es war schon ein Stück, aber nicht so weit. Ich habe vor allem echt überlegt gehabt, schon umzudrehen, weil ich dachte so, na, das ist so weit weg. Oh, und wir können nicht mal was mitnehmen hier. Verdammt.
Ich hätte mir noch meine Pickaxe reparieren sollen. Ja, bla bla. Gasttiers nehme ich übrigens immer gerne mit. So, okay. Und wo ist jetzt die Festung? Bin ich jetzt zu weit weggeflogen? Ja, ist da drüben. Ein Ruckelnähter heute, unglaublich. Ja, aber ihr dürft eine Sache nicht vergessen, jetzt bevor wieder Beschwerden kommen. Ich renne da im Hintergrund noch ein bisschen, dementsprechend ist das vielleicht sogar recht normal. Eigentlich hätte man sich auch Soul Sand mitnehmen können. Verdammt. Die muss doch hier irgendwo sein, die Festung. Da. Ich sehe sie. Oh. Krass. Die, gibt es auch einen kleinen? Wow. Hallo, der Herr. Okay. Krasse Sache, hier geht's ja schon voll ab. So. Und diesmal hier mal hoch und gucken mal, dass hier irgendwo Blaze Spawner sind. Ich hoffe es ja ganz stark. Ja, ich sehe da drüben zumindest einen Blaze. Und ein Skelett. Jaha! Komm schon. Na du. Was willst du, Junge? Okay. Blaze Rod, yes. So gehört sich das. Okay. Aber ich habe immer noch keinen Blaze Spawner gesehen. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt hier so... Eigentlich könnte ich die direkt mal umwandeln. Und wie gesagt, ich habe jetzt keinen... Oh, ich bin so doof. Ich wollte eine Crafting Table mitnehmen, damit wir auf den Rucksack Zugriff haben. Was bist du denn? Oh, das sieht mir aber mächtig nach einem Feuermagier aus. Krasse Sache. So. Er hat aber irgendwie auch nicht wirklich was gedroppt, oder? Ja, na klar. Ja, komm schon. Schieß. Da ist die Blaze Rod. BZW, da sind die Blaze Rods. Das Problem ist, ich sehe fast nichts, weil hier alles... Also von meinem Fenster, von draußen scheint gerade die doofe Sonne rein. Und blockiert mir quasi vollständig die Sicht. Ist echt super. So, okay. Aber irgendwie kommen wir doch hier bestimmt in die Festung rein. Da ist es dann noch dunkler. Klasse. So, wie viele Blaze Rods haben wir? 3. Wir brauchen 8 Stück und ich würde gerne einen Blaze Spawner finden, ohne dabei hops zu gehen. Boah, ich sehe wirklich fast nichts. Ihr könnt es euch gerade echt nicht vorstellen. Ich werde von vorne geblendet, das ist so nervig. Da steht eine Kiste? Ah, so sieht man wenigstens ein bisschen was. Seit wann stehen denn Kisten im Nether? Muss aber auch eine relativ neue Sache sein. Also das Schwert geht auf jeden Fall schon gut ab, so ist es nicht. Ich kann mich gerade echt nicht beschweren. Irgendwo muss hier doch ein Blaze Spawner in der Nähe sein. Und Skelette höre ich auch. So, ist hier. Ich weiß, wir sind schon bei einer guten Überlänge inzwischen, aber...
denke, damit könnt ihr leben. Ah, cool. Das ist ja genial. Wie weit ist mein Jetpack runter? 50% nicht, dass ich nachher nicht mehr zurückkomme. Ich hätte meine Portal Gun mitnehmen sollen. Idiot. Ja, wenn man von so hoch runterspringt, muss man leider damit leben, dass man stirbt. Was war denn das? Ich weiß nicht, was ich da gerade umgehauen habe, aber es war was Lustiges anscheinend. Und da ist ein Skelly. So, jetzt haben wir schon 6. Da vorne ist noch einer und da ist auch noch ein netter Skeletor. Tschüss. So. Das Problem ist, diese blöden Heatscar-Spiders sind echt gefährlich. Die da. Aber momentan können wir noch fliegen. Wow, was bist du denn? Ah, okay. Okay. Wir schaffen das. Alles kein Problem. So, irgendwo ist noch ein Blubschleim, genau. Die sind nämlich auch gefährlich. Aber sehe ich den Spawner gerade einfach nur nicht, oder? Gibt es hier echt keinen? Gut, damit haben wir auf jeden Fall die Blaze Rods, die wir brauchen. Boah, ein Monster-Lag. Okay, so, das sieht alles sehr gut aus. Dann können wir uns nämlich unsere Tanks bauen. Dann können wir uns... Wow, ich hasse diese Viecher, ey. Ich hasse Heatscar-Spiders, echt. Und die großen noch mehr. Boah, was ist mit euch? Hilfe! Boah, vor allem gehen die voll ab, die Viecher. So richtig übel. Die jagen noch viel, viel krasser als die kleinen Giftspinnen. Echt. So. Okay. Hallo da. Keine Angst, dir tue ich nix. Aber meine EP möchte ich gerne noch haben und die ganzen Strings hier. Krasse Sache. So, also wie gesagt, wir haben 10 Rods und ich würde sagen, ich fliege dann bis zur nächsten Folge einfach mal wieder nach Hause. Und wir sehen uns dann zu Hause und fangen an, unser Pumpensystem zu bauen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.